Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Karte Thüringen, Version 2, also Karte 2 und Version 2.00. Ja, die Lage heute noch und dann bis nach Düngen. Wir haben es heute auch geschafft. Das läuft noch eine Weile, biegen wir gleich in den LKW rein und düsen mal Richtung BGH. Der andere ist voll, aber bei der Beschleunigung ist leider kein Platz mehr. Da ist alles voller Stroh, Rest Heu. Das werden wir dann entsprechend später bearbeiten. Wir werden jetzt erstmal so mal ein, zwei Hänger tauschen. Werden wir jetzt den anderen Hänger benutzen zum LKW. Hängen wir etwa hinten ab und dann werden wir immer im Zweierwechsel immer leer machen und wieder voll und wieder leer und tauschen, können wir leer und voll. Ich habe Zeit überfahren, dass er nebenbei wieder voll wird. Auch so ein bisschen dauern, aber also haben wir das Silo fast weg. Also die Hälfte haben wir fast. Ja, und bisher haben wir nicht viel gekriegt für BGH, aber gut. 500.000 ist ja ungefähr geplant für die Mischt bei der Fabrik. Teile schon drinnen. Normal sind die beiden dafür geplant. 250.000. Aber bis der Platz ist, um wir hinfahren können, werden wir den ersten entsprechend übernehmen, um als voll zum BGH zu fahren. Weil der Nacht so schnell läuft, ist das doch voller Beleuchtung. So, das ist gleich voll und loslegen. Ein Prozentchen noch. Haben wir es. Auch kein Gramm zu viel. Ich staune nicht mehr so. Sonst wird man ganz gern leicht überladen. Ne? Also hier geht's nicht. Das ist mein Fluss und Fluss. Er gibt nicht. So, Wachstumsstufe habe ich keine gesehen. Das heißt, dass sie so auch nicht reif sein wird. Vielleicht wird die morgen reif. Beziehungsweise werde man ja schauen. Ah, ja, wir sind voll, alles auch voll. Wir werden ihn eher gleich abstellen und den nächsten einfach zur BGH bringen. Wir werden beide gar nicht da abkippen können, weil da kommen wir gar nicht hin. Zum Guten. Oh, eigentlich müsste klappen, ja, es wird schwierig. Oh, BGH ist hier, ne? Mal hier ab und dann holen wir gleich den nächsten Anhänger und dann lassen wir den voll machen. Wir wollen ein bisschen was schaffen hier in die Lage. Mal gucken, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ups. Ja, dann machen wir Wiese einmal kräftig Heu. Und dann machen wir kräftig Silage ballen. So, dass die Mischfabrik voll ist und einmal für die BGH. So, müssen wir ab und dann den nächsten gleich für die, auch für die BGH. Dann können wir mit zwei fahren und später zum Schluss können wir die beiden ja in die Mischfabrik gleich fahren. Weil aktuell ist ja schon Stroh.
Jetzt müssten wir aber den zweiten abhängen. Na gut, der Dolly muss dranbleiben, sonst haben wir Probleme. Damit anhängen wir, ne? So können wir noch gut rückwärts fahren, halbwegs gesteuert, aber mit Deichsel, also mit Dolly, wird es echt schwierig. Das Laub ist noch so grün. Ist das Absicht? Die Steuer sind schon braun. Ja, wir wollen mal gucken. Zum einen Tiere. Ja, da wird schon mal da müssen wir nächstes Mal eingreifen. Aber richtig. Das heißt, das machen wir dann gleich. Also Futter und putzen. Ja, das machen wir gleich, sonst haben wir Probleme. So ein Roter ist schlecht. Mann, ist hier nichts so. Zum Glück, okay, liegt noch Heu und Dings rum. Ich wollte auch so BGH fahren, Junge. Das ist so Panik, aber Tier rot ist immer gefährlich. Aber dunkel ist genauso gefährlich, wenn wir Lichter hier bauen hier. Das ist ein bisschen dunkel. So. Tippen wir aus. Wir kommen im Grunde so nix. So, richtig mal Silage machen. Das klappt nicht. Hier wollte ich keine Hexen reinbringen. Da haben wir wahrscheinlich Pech. Ah, Stroh, nee. Heu, Mist meinte ich. So. Da wollte er mich wieder holen. Die höchste Eisenbahn. Die Nase? Ah, oh, nö, kippt mir da aus. Sonst können wir nichts reinschreiben. Ist noch dunkel, wir noch schön auf 30 lassen hier, das wäre eine Katastrophe. Aber jetzt wird langsam hell. Silage loswerden, Anführungszeichen, ne? Dann gucken ran hier. Das ist abskippen hier. Das soll nicht funktionieren. Vorstelle. Dann kippt man hier ab. Dann kriege ich nichts ausgeholt. Sonst kriege ich nichts rausgeholt aus der BGH. Aus dem Mischfutter. Wenn was drin ist. Eine andere Sorte. Ja, dann können wir wieder aufnehmen. So, nur mit hell. Gehen wir runter in der Geschwindigkeit auf 5. Von vorne an. Aufgenommen. Jups. Dann holen wir gleich den Rest. Scheint mehr einzukippen als zu. So. Ups, war verkehrt.
So, auf geht's. Oder weil jetzt im Herbst das Gras weniger wird, dass die jetzt auch mehr das Futter zugreifen, das kann schon auch sein, ne? Möglich, da haben wir jetzt ein bisschen reagieren müssen. Ja, die Silage für die BGA ist ja, können wir den ganzen Winter machen normalerweise. Die rennt ja nicht weg. Aber die Kühe dürfen nicht verhungern, ne? Das ist wichtig. Vor allem die Mist müssen wir wegräumen. 30%, das war jetzt nicht schlecht. Da liegt ja fast nichts mehr. So. Kurz aufnehmen. Dann putzen. Die putzen mit dem Fahrzeug. Die müssen aber drin lassen, sonst nachher wieder Silage. Mal gucken, aufnehmen. Nee, so nicht. Doch. Jetzt können die Rest reinigt werden. Leider mal eine Fuhre holen. Fast getroffen und gleich wieder weggeputscht. Geht alles weg. Ja, links, die haben schon was. Rechts, hier liegt noch ein bisschen was. Und andere holen dazu. Ja, das schaffen wir noch. Die Ballen können wir auch noch verwerten. Das wollte ich ja gerade vermeiden, dass wir nicht vor der Richtung weg ist, aber es geht geländemäßig nicht so ideal günstig. Ne? Also sicherlich könnte man das umändern, aber kriegt jetzt nicht. Könnte auch mit Überladewagen hinfahren und aufladen. Frische Silage! Ja, Düngefahrzeug ist auch noch fleißig unterwegs. Wahnsinn. Wir müssen noch nichts fertig machen, die Kühe. So, die einen haben schon was. Wir fassen ein bisschen und dann den Rest gehen wir hinterher. Und dann gehen wir gleich bei der zweiten Kühe nach. Die haben einen größeren Futter mit Schwein. Wir werden wahrscheinlich auch hier mal überlegen müssen, das zuzulegen. Den zweiten großen. Weil hier ist immer so ein Blödsinn rein rausfahren. Also das ist das Einzige, sonst hätte einer gereicht. Hätte ja auch unten fahren können, ne? Na gut, muss egal. Mal schauen, wie rausgeht, wie viel das tatsächlich gefahren hat, gelohnt hat.
War ja gut. Gut, er will, dass ich ausmache. Soll gleich Wasser gehen. Obwohl, Wasser haben die genug. Für Notfall haben die immer da. Platz, Platz. Platz, Platz. Die dürfte reichen. Leer gemacht. Und was fehlt ungefähr? Das reicht. Ah, das reicht auch. Jetzt geben wir noch Wasser. Und dann haben wir heute die Folge geschafft. Ne, Wasser. Frisch von der Quelle. Geh auf. Ganz frisch von der Anlage hier, Wasseranlaufbereitungsanlage, irgendwo ist eine hier. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal Tschüss und winke winke. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Übertreibt es nicht. Und dann sehen wir uns dann vielleicht morgen wieder. Tschüss.